Heute sprechen wir über die Lebenshaltungskosten in Polen und was meine monatlichen Ausgaben auf den Cent bzw. auf dem Groschen genau sind. Das und vieles mehr gleich nach dem Intro. An dieser Stelle auch nochmal hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Ja, bevor ich euch gleich meine kompletten Kosten für den Monat September präsentiere, das heißt Lebensmittelkosten, Wohnungskosten, Nebenkosten der Wohnung, Versicherung, Spritpreise und so weiter und so fort, also wirklich meine kompletten Kosten, gibt es zwei Sachen, worüber man noch vorher sprechen sollte, wenn man über die Lebenshaltungskosten in Polen spricht. An erster Stelle, was ist ganz wichtig, wo lebt man in Polen? Und an zweiter Stelle, ja klar, wie ist der eigene Lebensstil? Ich kann das jetzt alles hier nur aus meiner persönlichen Perspektive zeigen und wie meine eigenen Erfahrungen sind. Ich selber wohne in Łódź. Łódź ist die drittgrößte Stadt in Polen. Und wenn ich das jetzt im Gegensatz mit Warschau vergleiche, Warschau ist die teuerste Stadt in ganz Polen, ist Łódź ca. 30% günstiger wie Warschau. Man kann auch noch günstiger wohnen, nochmal 20-30%. Da muss man aber schon außerhalb der Stadt ziehen und vielleicht in kleinere Städte eventuell ziehen oder vielleicht sogar in kleinere Dörfer. Da sind die Preise nochmal wesentlich günstiger. Genauso ist das auch mit meinem Lebensstil oder beziehungsweise wenn ich jetzt auch Geld für Lebensmittel ausgebe. Ich bin da jetzt nicht sehr verschwenderisch, aber ich würde jetzt auch nicht sagen, dass ich sehr sparsam bin. Ich gucke da schon wirklich mehr auf die Qualität und nach Geschmack und nicht auf die Preise. Ja, und ich will euch dann auch nicht länger auf die Folter spannen und zeige euch mal, wie meine Lebenshaltungskosten für den Monat September sind. Da nehme ich euch mal mit auf meinem Bildschirm. Ja, alle Preise, die ihr hier seht, sind natürlich für zwei Personen gerechnet, für mich und meine Frau. Ja, wir fangen natürlich hier an mit den Lebensmittelkosten, dann gehen wir rüber zu den Tankkosten, Dienstleistungen, danach hier unten Streamingdienst, Fixkosten und Wohnung und dann zum Schluss hier unten rechnen wir das dann nochmal alles zusammen und dann zeige ich euch, was der ganze Monat mich für den September gekostet hat. Auch die Tabelle ist, denke ich, sehr übersichtlich. Hier sieht man, wo ich einkaufen war, hier oben. Dann haben wir hier einmal die Preise in Złote. Hier haben wir dann nochmal einmal die Preise in Euro gerechnet. Ich habe jetzt gerechnet 1 Euro gleich 4,70 Złote, weil der Złote zum Eurokurs immer so ein bisschen am Schwanken ist, habe ich jetzt einfach mal 4,70 genommen. Ich denke, das ist sehr realistisch. Und dann haben wir hier nochmal in Prozent ausgerechnet zu der kompletten Gesamtsumme, was ich für den Monat jetzt ausgegeben habe. Und ja, wie wir jetzt hier sehen, habe ich jetzt für Lebensmittel für den ganzen Monat 1.100 Złote bezahlt für zwei Personen. Am meisten war ich im Biedronka einkaufen, liegt auch mit Sicherheit daran, weil ja, Biedronka da schon der günstigste ist und auch eigentlich an jeder Ecke ist. Und ja, das macht das dann natürlich auch wesentlich leichter. Ich muss zugeben, dass ich hier normalerweise auf dem Wochenmarkt mehr Geld ausgebe. Diesen Monat war es ein bisschen weniger, was aber auch damit zu tun hat, wir haben hier selber Familie, die Landwirtschaft betreiben und dann kriege ich da auch sehr viel Obst und Gemüse oder kriegen wir sehr viel Obst und Gemüse mit nach Hause und ja, dadurch bezahlen wir halt dann nicht so viel auf dem Wochenmarkt. Normalerweise würde ich jetzt mal behaupten, ja, geben wir so dreimal so viel aus auf den Wochenmarkt. Ja, wie gesagt, also 1.100 Złote in Euro ungefähr 235 Euro für den Monat September jetzt ausgegeben. Gehen wir mal rüber zum Tanken. Ich habe in diesem Monat September 344 Złote für Tank bezahlt. In Euro 73 Euro ungefähr. Ich habe jetzt ungefähr noch eine halbe Tankfüllung und ich denke mal, dass ich noch den ganzen Oktober damit klarkomme. Ich fahre mittlerweile oder ja schon seit ein paar Monaten mit dem Fahrrad zur Arbeit, wenn es das Wetter zulässt und ja, da gebe ich halt weniger für Sprit aus. Beim Friseur war ich auch schon diesen Monat, hat mich 33 Złote gekostet, umgerechnet ungefähr 7 Euro. Müsste eigentlich, denke ich mal, zu den deutschen Preisen sehr ähnlich sein. Dann gehen wir hier zu den Streaming-Diensten, also was ich jetzt hier für Serien und alles bezahle. Hier haben wir Netflix, ich habe polnisches Netflix, das kostet mich 43 Złote. Ich habe das, ich glaube, Paket, wo man noch zwei zusätzliche Konten nehmen kann, kostet mich, wenn ich das jetzt umrechne, 9 Euro bzw. 9,15 Euro. Dann habe ich hier einmal
Viaplay. Über Viaplay gucke ich mir Deutsche Bundesliga an, kostet mich 34 Euro. Da habe ich erste Bundesliga, zweite Bundesliga und wenn ich mich jetzt auch nicht ganz irre, sogar deutschen Pokal auch noch mit dazu. Teilweise auch ausländischen Premier League, also ausländischen Fußball, Premier League und so weiter und so fort. Dann haben wir hier noch mal Play. Play ist auch ein ganz normaler Streaming-Dienst, wo man sich Serien angucken kann. Also ist hier in Polen sehr, sehr bekannt. Und dann habe ich hier auch noch mal eine Telefonkarte, also eine Mobilfunkkarte. Die kostet mich 5 Zloty jeden Monat. In diesen 5 Zloty habe ich kein Internet, kein Telefonieren oder sonst irgendetwas. Das ist einfach nur, um die Karte am Leben zu lassen. Monatlich gebe ich für Streaming-Dienste und Telefon 95 Zloty aus, was auf den Euro 20 Euro, ca. 20 Euro sind. Und ja, gehen wir mal weiter. Ich denke mal jetzt zu den wichtigsten Kosten, zu den Fixkosten und Wohnungskosten, Versicherung. Hier gibt es auch nochmal zwei, drei Sachen, die man beachten muss, wenn man jetzt hier über die ganzen Kosten spricht. Also Strom, sehen wir hier sind 70 Zloty. Ganz wichtig, das ist hier nur eine Pauschale, die hier berechnet wird. So wie in Deutschland auch wird hier, also jetzt bei uns hier in diesem Fall wird eine Stromabrechnung zweimal im Jahr gemacht, dann wird das nochmal neu berechnet. Also entweder zahlt man danach monatlich mehr oder weniger. Man kann sich das auch aussuchen, dass dann der Preis gleich bleibt. Da muss man halt dann immer nur beide Abrechnungen entweder ein bisschen mehr wieder zahlen oder man kriegt dann halt Geld wieder zurück. Wenn ich mich nicht ganz irre, kostet hier der Kilowatt, ich denke, 35 Grosche. Nagelt mich dabei jetzt bitte nicht fest. Das ist jetzt nur, was ich jetzt so ganz grob in Erinnerung habe. Aber ja, also ich zahle jetzt hier für Strom derzeit 70 Zloty jeden Monat. Hier haben wir auch noch Gas. Ich zahle monatlich für Gas 8,64 Zloty. Hier in Polen wird auch noch sehr, sehr viel mit Gas gekocht. In Deutschland kocht man schon ein bisschen mehr Elektro. Hier kochen wir mit Gas. Hier kostet mich Gas auf den Kubikmeter 2,20 Zloty, wenn ich mich jetzt nicht ganz irre. Dann kann man sich das ungefähr ausrechnen, wie viel wir im Monat ungefähr verbrauchen. Aber auch bei Gas genau das gleiche wie bei Strom. Ist das nur eine Pauschale? Gas wird hier auch, ich glaube, alle 6 Monate abgerechnet. Dann haben wir hier Cinch. Cinch kann man ungefähr mit den, ja, mit den Nebenkosten jetzt einer Wohnung vergleichen. Also hier zahlt man monatlich Cinch an die Wohnungsgesellschaft. Dann hat man dann auch natürlich sowas wie Müllabfuhr, Wasser, Abwasser, Kanalisation. Was sind noch in den Nebenkosten? Hier in diesen Cinch-Nebenkosten, weil wir auch Internet über die Wohnungsgesellschaft beziehen und auch nochmal ein Fernsehpaket über die Wohnungsgesellschaft haben, kommen da auch nochmal 100 Zloty drauf. Also insgesamt mit Internet und Fernseher sind das über 700 Zloty. Ich habe eine 300.000 Internetleitung, was eigentlich sehr gut und sehr stark ist. Ne? Ja genau, dann haben wir die Cinch-Kosten. Wohnungsversicherung. Kommen wir gleich zu, da verliere ich auch mal gleich noch ein paar Worte, nachdem wir hier die Wohnung, über die Wohnungskosten hier gesprochen haben, weil das eine wird hier mit dem anderen ein bisschen im Zusammenhang sein. Kommen wir hier mal zu den Kfz-Versicherungskosten. Also ich zahle hier 85 Zloty, knappe 85 Zloty jeden Monat für meine Kfz-Versicherung. Ich habe hier aber auch wirklich nur das Nötigste versichert. Ich persönlich lege nicht so viel Wert auf ein Auto. In Deutschland ist ein Auto mehr Statussymbol. Für mich ist ein Auto ein Fahrzeug, um von Punkt A nach Punkt B zu kommen. Deswegen, ich selber fahre einen Dacia Duster, ist jetzt nichts Besonderes. Und deswegen ist auch die Autoversicherung wirklich auf das Minimum runtergeschraubt. Da habe ich aber jeden Monat ungefähr knapp 85 Zloty. Hier zu den Wohnungspreisen, das ist hier nicht, die 1444 Zloty ist nicht der Mietpreis. Wir zahlen monatlich einen Kredit von 1444 Zloty. Deswegen, wenn man jetzt die Wohnungspreise sieht, muss man das auch ein bisschen individuell betrachten. Wenn ich jetzt diese Wohnung mieten würde, also ich habe jetzt hier eine 63 Quadratmeter Wohnung und wenn ich jetzt so eine große Wohnung hier mieten würde, müsste ich mit mindestens, würde ich jetzt mal ganz grob schätzen, in dieser Gegend mindestens 2.500 bis 3.000 Zloty nur Miete rechnen. Dann muss man noch Cinch dazu rechnen, also sprich diese Kosten, die an die Wohnungsgesellschaft gehen. Deswegen, das ist hier ganz wichtig, wenn man eine Wohnung mietet, bezahlt man den Vermieter, ja, also den privaten Eigentümer,
halt diese, die Mietkosten von ca. 2.500 bis 3.000 Zlote plus die Kosten für die Wohnungsgesellschaft, dass man halt Wasser hat, Müllabfuhr und so weiter und so fort. Also das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Wir haben hier Kreditkosten von 1.444 Zlote. Und jetzt kommen wir hier auch nochmal zu der Wohnungsversicherung, warum das miteinander zusammenhängt. Wenn man einen Kredit bei einer, also wenn man jetzt eine Wohnung von der Bank kauft, also beziehungsweise sich einen Bankkredit nimmt, muss man auch die Wohnung versichern. Das ist in Polen hier ganz Pflicht. Man hat hier aber nicht diese, ich weiß jetzt nicht, wie die in Deutschland heißt, diese Grundeigentumsteuer oder sonst irgendetwas, wenn man jetzt Wohnungsbesitzer ist oder Hausbesitzer. Also zumindest ist das jetzt hier mein Wissen, hat man diese Grundsteuer hier nicht. Man muss hier einfach nur die Wohnung versichern. Da haben wir jetzt hier auch monatlich 36 Zlote plus 1.444 Zlote für den Kredit. Dann haben wir hier monatliche Kosten für Versicherung, Strom, Gas, in unserem Fall jetzt Kredit von 2.355 Zlote, was auf den Euro ca. 500 Euro sind. Dann kommen wir zu den ganzen Kosten für den Monat September und dann haben wir jetzt hier auch nochmal alles unterteilt. Lebensmittel, wie gerade erwähnt, 1.100 Sorte. Für Tanken 344 Sorte. Dienstleistungen 33 Sorte. Streamingdienste 95. Und Wohnung, Fixkosten, Nebenkosten 2.355 Sorte. Also wir haben komplette Kosten, in dem Fall jetzt für knapp 4.000 Sorte. Was auf den Euro jetzt 836 Euro sind. Aber wie gesagt, hier jetzt auch nochmal ganz, ganz, ganz wichtig zu erklären, den einen oder anderen Preis muss man da schon wirklich individuell nehmen, sowas wie Wohnungskosten, sowas wie Autoversicherung, das kommt natürlich ganz darauf an, was für ein Auto man fährt. Und ja, mit den Lebensmittelpreisen, die kann man vielleicht schon fast, ich will jetzt nicht sagen 1:1 übernehmen, aber schon sehr, sehr viele Preise sind da sehr ähnlich. Gerade wenn man jetzt zum Beispiel beim Discounter einkaufen geht, also die Butter zum Beispiel hier bei uns in Łódź, wenn die 8 Zlote kostet, die wird in Warschau, im Biedronka auch 8 Zlote kosten. Das ist dann jetzt hier kein großer Kostenunterschied. Ja, ich hoffe, dass ich dir die Lebenshaltungskosten in Polen etwas näher bringen konnte und ich hoffe, dass das dir auch vielleicht einen kleinen Einblick gegeben hat, was jetzt hier so das Leben in Polen ungefähr kostet. Wenn du vielleicht auf irgendwelche Kosten genauer eingehen möchtest oder noch zusätzliche Informationen haben möchtest, kannst du es mich gerne in den Kommentaren wissen lassen. Dann mache ich vielleicht in Zukunft auch nochmal ein Video darüber. Ja, das würde mich auf jeden Fall sehr interessieren. Ja, in diesem Sinne danke ich dir, dass du dir mein Video bis zum Ende angeschaut hast. Bleib gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao!